Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den China-Experten Felix Li. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Hallo. Also in Russland bei Putin sind unter anderem der chinesische Präsident Xi Jinping und auch der UN-Generalsekretär Guterres soll ja dort dann eintreffen. Inwieweit geht von diesem Gipfel ein wahres Signal der Macht auch aus? Ein sehr, sehr starkes Signal, weil es ist ja nicht nur Xi Jinping, es ist Modi, es ist Ramaphosa und es sind ja auch nicht nur 20 Regierungschefs, sondern 40 Länder, die ihre Regierungsvertreter mit nach Kasan geschickt haben. Das signalisiert zum einen, dass Putin halt nicht so isoliert darstellt, wie wir das im Westen zu erhoffen glauben oder zu glauben. Und zum anderen zeigt es auch, dass sich da ein ganz, ganz neues Machtzentrum aufgebaut hat, an dem der Westen, die westlichen Staaten nicht mehr beteiligt sind. Mhm. Die Bedeutung der BRICS-Staaten, dieses BRICS-Staatenbundes, ist ja enorm gestiegen. Ich habe schon ein paar Zahlen vorgelesen. Ich glaube, 45% der Weltbevölkerung, der Westen, kommt daran nicht vorbei. Wie mächtig sind diese BRICS-Staaten? Also ich kann mich erinnern, noch vor 14 Jahren, als der ersten BRICS-Gipfel der Begriff eine Erfindung von einem US-Investmentbanker, um zu beschreiben. Da gibt es so ein paar aufstrebende Schwellenländer. Und diese ersten Treffen, die erinnerten noch so an so ein Treffen von NGOs. Völlig planlos, kaum Themen und so weiter. Und das hat sich natürlich gewaltig geändert. Also das sind ja Treffen inzwischen, die das der G7-Treffen und so weiter, auch der G20-Treffen übertreffen. Also wirklich übertreffen, auch von der Bedeutung. Weil eben so dermaßen viele Staaten, ja, die auch nicht mal noch nicht Mitglied sind, aber Mitglied werden wollen. Und warum das so auf eine Art auch doch beeindruckend ist, ausgerechnet diese autoritären Staaten, nämlich China und Russland, ziehen offenbar so dermaßen viele Länder. Und dann denkt man immer, sind die naiv oder so? Oder was machen die da eigentlich? Nein, das sind sie nicht. Sie sehen in BRICS, was ganz klar von China geführt wird, geleitet wird, sehen sie eine Alternative zum Westen, wo sie dann immer ausweichen können, wenn der Westen sie aus welchen Gründen auch immer sanktioniert, bestraft oder mit denen hart verhandelt, dass sie sagen können, okay, es gibt einen anderen Machtfaktor, nämlich China oder in Form von BRICS. Und deswegen sind diese vielen Staaten daran interessiert, ebenfalls Mitglied zu werden. Unter anderem jetzt womöglich in den nächsten Tagen auch Türkei, ein NATO-Staat. Ein NATO-Staat. Kanzler Scholz war ja kürzlich erst in der Türkei. Lassen Sie uns noch mal über die Rolle Chinas blicken. Präsident Putin empfängt hier die BRICS-Staaten. Präsident Putin führt Krieg in der Ukraine. Es war ja schon häufig darüber spekuliert worden, ob der chinesische Präsident vielleicht irgendwie vermitteln könnte oder so im Ukraine-Krieg. Will er das überhaupt? Welche Interessen verfolgt er da? Also wie blickt er auf diesen Ukraine-Krieg? Nein, also China, dieser Illusion dürfen wir uns nicht mehr hingeben. China will da gar nicht vermitteln. Also, oder nicht vermitteln, zumindest nicht im Sinne des Westens. Sondern China hat sehr, sehr schnell erkannt, am Anfang waren die vielleicht gar nicht so begeistert in Peking, dass Putin da diesen Angriffskrieg auf die Ukraine startet. Aber sie haben sehr, sehr schnell erkannt, dass sie eigentlich der Gewinner dieses Krieges sind. Nämlich sie beziehen jetzt das billige Gas aus Russland, was vorher nach Europa floss. Sie füllen die Lücken, die der Westen mit den Sanktionen hinterlassen hat. Die chinesischen Unternehmen sind da eingestiegen und sie sind gekommen nach Russland, um zu bleiben. Und als drittes ist es natürlich auch ein Hieb gegen den Westen, allen voran gegen die USA, wo es ja auch sehr also kriselt in den Beziehungen, also zwischen China und den USA. Und die Chinesen sehen da ganz klar eine Gelegenheit, dem Westen und allen voran den USA eins auszuwischen. Also in jeglicher Hinsicht ist das eine Win-Situation für China. Und deswegen ist das Interesse, da jetzt groß zu vermitteln oder auf Putin einzuwirken, eher gering. Felix Li, herzlichen Dank für die Einschätzung. Danke Ihnen.